Ein DHL-Frachtflugzeug ist bei einer Notlandung in Costa Rica auseinandergebrochen. Nach offiziellen Angaben meldete die Besatzung des Flugzeugs den örtlichen Behörden Hydraulikprobleme, die das Flugzeug 25 Minuten nach dem Start zur Rückkehr zum Flughafen nahe der Hauptstadt San José zwangen. Bei der Notlandung geriet das Flugzeug ins Schleudern, rutschte von der Landebahn und zerbrach in zwei Teile. Die Besatzung der Maschine blieb bei dem Unfall Behördenangaben zufolge unverletzt.